Mario ist die bekannteste Videospielfigur der Welt. Abgesehen von irgendwelchen Ureinwohnern gibt es kaum jemanden, der ihn nicht kennt. Also gerade Mario hat eine Game-Trivia verdient. Und nein, dass die Wolken und Büsche in Super Mario Bros. Die gleiche Grafik haben, ist keiner der Fakten. Das weiß mittlerweile sowieso jeder. Also kommen wir mal zu 8 Fakten zu Mario, aber zuerst das Intro. Fangen wir mit einem der weniger beliebten Mario-Spielen an. Super Mario Sunshine ist wahrscheinlich eines der schlechtesten Super Mario-Spiele. Allerdings ist selbst ein schlechtes Mario-Spiel noch ein gutes Spiel. Aber genug von meiner Meinung, kommen wir zum ersten Fakt. Die Strandanlage Lido Serena, auf der sich das Hotel befindet, orientiert sich nach der Form des GameCube-Controllers. Wenn man es allerdings nicht gerade von oben sieht wie hier, wird das den meisten allerdings kaum aufgefallen sein. Das Design von Mario mit der blauen Latzhose und dem roten Pullover ist mittlerweile Kult. Das sah kurz vor Release des SNES noch anders aus. Da hatte er noch eine rote Hose und einen blauen Pullover. Das wirkt heute halt irgendwie echt komisch, weil wir das Design von Mario mittlerweile einfach zu gut kennen. Als nächstes geht es um den Superpilz in der Mario-Reihe. Dass sich die vom Aussehen an Fliegenpilzen orientiert, sieht wohl selbst ein Blinder. Die Gemeinsamkeiten gehen aber noch weiter. Die Symptome, die man entwickelt, wenn man auf die geniale Idee kommt, diesen giftigen Pilz zu essen, sind, dass man halluziniert und glaubt, dass man größer wird. Das glaubt man zumindest, bis man daran elendig zugrunde geht. Ich würde es also eher nicht empfehlen. Als viertes geht es um Super Mario 64, das für viele das beste Mario-Spiel ist. Das unheimliche Lachen der Buhu ist genau dasselbe Lachen wie das von Bowser, nur dass es schneller abgespielt wird. Wenn es um unheimliches Lachen geht, kann Nintendo allerdings noch was von Final Fantasy X lernen, denn das ist wirklich ein unheimliches Lachen. Mit Wario und Waluigi gibt es zwei Gegenspieler, die an Mario und Luigi angelehnt sind. Und wenn es nach den Entwicklern von Mario Tennis geht, hätte es nicht dabei bleiben sollen, denn die wollten einen Gegenpart zur Prinzessin Peach erschaffen. Da war Miyamoto aber strikt dagegen und hat sein Veto eingelegt. Also wird es wohl dazu nicht mehr kommen. Lasst übrigens gerne ein Abo da, wenn euch solche Faktenvideos interessieren, davon kommen immer mal wieder welche. Als nächstes geht es um die Mario Kart Reihe. In Mario Kart Wii gab es einige Dinge, die während der Entwicklung verworfen wurden, aber sich noch Grafiken in den Spieldateien finden lassen. Zum Beispiel hätte es neben den zahlreichen Items noch ein anderes gegeben, und zwar einen Kettenhund. Den gab es sogar schon mal in Mario Kart Double Dash für den GameCube. Und es hätte auch noch ein paar mehr spielbare Charaktere geben sollen, darunter zum Beispiel einen Paracooper. Den nächsten Fakt kennen recht viele wahrscheinlich, ich finde das allerdings immer noch so idiotisch, dass ich es einfach mit reinnehmen musste. Als Mario Party für den N64 erschienen ist, wurde Nintendo kurz darauf verklagt. Der Grund war, dass in manchen der Minispielen das Stick so schnell wie möglich gedreht werden musste und manche der Spieler sich dabei Verbrennungen an der Handfläche zugezogen haben. Und als Krönung wurde Nintendo sogar schuldig gesprochen und dazu aufgefordert, an alle Spieler gratis Handschuhe als Schutz zu liefern. Die Kosten wären ungefähr bei 80 Millionen Dollar gelegen. Allerdings bekam kaum jemand etwas von dem Urteil mit, damals gab es noch kein Internet, und die tatsächlichen Kosten für Nintendo liegen weit darunter. Sowas kann man auch nur in Amerika bringen. Wenn man bei uns Nintendo dafür angeklagt hätte, wäre man höchstens in die Psychiatrie eingeliefert worden. Als letztes kommen wir zu Luigi's Mansion für den GameCube. Das wurde ursprünglich komplett mit einem stereoskopischen 3D-Modus entwickelt.
Das wurde aber am Ende der Entwicklung wieder rausgeworfen, weil 3D-Fernseher für den Durchschnittshaushalt damals noch nicht erschwinglich waren und ein LCD-Aufsatz mit 3D-Funktion mehr gekostet hätte als ein GameCube und das Spiel zusammen. War wahrscheinlich auch besser so, selbst heute, wo 3D-Fernseher leistbar sind, konnten sich die ja nicht wirklich durchsetzen. Damit wären wir auch am Ende angelangt, allerdings wird das nicht das letzte Faktenvideo zu Mario sein. Genauso wie bei Crash Bandicoot habe ich hier Unmengen an Fakten im Internet gefunden. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Rechts ist die Playlist mit allen Faktenvideos zu verschiedensten Videospielen, die ich bis jetzt gemacht habe. Und links ist ein Video, in dem es um Hideo Kojima geht. Schaut da gerne mal rein und ich hoffe, wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Bis dahin.